Hallihallo und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Derzeit dabei, unsere Quests abzuarbeiten. Ein paar haben wir jetzt schon so weit, dass wir die abgeben können. Unter anderem auch bei der Dame da hinten. Meiner liebsten Phylakterion. Das haben wir bei einem Ich habe Templer gefunden. einiges über euch gehört, Herold Andrastes. Ich bin Verzauberin Elandra und ich hoffe, ihr findet einen Weg, um diesen närrischen Krieg zu beenden. Und ja. Können wir mit ihr reden und das Phylakterion hier abgeben? Erstmal reden Wenn wir. ihr eine Magierin seid, warum seid ihr dann nicht bei den Aufständischen? Ich war eine Verzauberin aus der Bruderschaft der Äquitarianer. Wir wollten keinen Krieg, sondern gegenseitiges Verständnis. Eigentlich bin ich verpflichtet, mich den Aufständischen anzuschließen, aber ich hatte Freunde unter den Templern. Ich werde nicht gegen sie kämpfen. Ich weiß um meine Stärke und fürchte die Dämonen nicht, also werde ich für mich bleiben und niemandem Schaden zufügen. Okay, gut, dass uns das erzählt hat. Jetzt Ich kriegt sie ihr glaube, das ist Phylakterion. euer Phylakterion. Ich fand es bei einem toten Templer namens Metrin. Ich hatte schon vermutet, dass er tot ist, nachdem er weder zu mir gekommen ist, noch eine Nachricht geschickt hat. Der Erbauer möge die Narren verfluchen, die diesen Krieg begonnen haben, und die Narren, die ihn jetzt austragen. Ich danke euch. Matrin hat mir viel bedeutet. Hier, für eure Mühen. Okay, irgendwas hat sie uns jetzt gegeben. Wir können aber auch noch weiter nachforschen. Machen wir auch. Ich wüsste gern mehr über euch und Metrin. Templer und Magier. Natürliche Feinde, wie immer wieder betont wird. Als könnten gesunde Männer und Frauen jahrelang so eng zusammenleben, ohne auf irgendwelche Ideen zu kommen. Wir waren viele Jahre lang Freunde und noch viele weitere Liebende. Doch nun ist er fort, wegen dieses Krieges. Tja, das konnte auch nicht gut gehen. Magier und Templer mit einer Liebesbeziehung. Ihr habt euch weder den Aufständischen noch den Flüchtlingen angeschlossen. Seid ihr hier ganz allein? Ja, so ist es sicherer. Für alle. Anfangs nutzte ich meine Heilkünste, um den Flüchtlingen zu helfen. Doch als die Templer mich sahen, griffen sie an. Unschuldige verloren in dieser Schlacht ihr Leben. Ich werde niemanden mehr in Gefahr bringen. Okay, und hier haben wir auch die Option, sie mit in unsere Truppe zu holen. Die Inquisition könnte die Fähigkeiten einer mächtigen Magierin gut gebrauchen. Wenn ich andere töten wollte, hätte ich mich den Aufständischen angeschlossen. Wieso sollte die Inquisition da besser sein? Hat leider nicht geklappt, aber da wir die Option hatten. Nochmals danke. Es ist besser, nicht länger in Ungewissheit zu leben. Geht das vielleicht auch später noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Quest abgeschlossen. Und wir gucken mal, was als nächstes noch anliegt. Ja, genau. Wir hatten ja beim letzten Mal diesen Schlüssel gefunden für die Quest Kriegsverweigerer. Da gibt es ja eine Hütte in der Nähe der Magierfestung. Die war verschlossen, da brauchten wir einen Schlüssel für. Und ich hoffe, dass wir den richtigen haben. Wird uns zumindest als Quest so angezeigt. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, was da drin ist. Laut Quest soll da wahrscheinlich irgendein Magier oder so warten. Der versteckt sich da. Irgendwie so habe ich das noch in Erinnerung. Bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Wir werden es gleich herausfinden. Ist zwar jetzt ein bisschen gelaufen, aber da wir das Gebiet ja hier schon so gut wie geklärt Der haben, Untergang des Zwergenreichs verwirrt mich. Was ohne sie doch verwirrend Widerstand. an Horden der dunklen Brut. Sehr viel, aber das ist eine andere Geschichte. Zwerge kontrollieren die Lyriumversorgung. Sie könnten für Engpässe sorgen. Es ist schwer, die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen, solange die dunkle Brut hier oben nicht alles kurz und klein schlägt. Da ist die Ihr Hütte. seid ein Mitglied der Charta. Ihr wisst, dass euer Volk den Preis nach oben treiben könnte. Ihr könntet Ländereien an der Oberfläche fordern oder Hilfe beim Neuaufbau des Zwergenreichs, aber ihr tut es nicht. Ihr sagt nichts, was ich nicht längst selbst gesagt habe, Griskram. Orsama ist, was es ist. Okay, das Gespräch wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Auf jeden Fall, die Tür ist auf und wir müssen kämpfen. Wir haben einen Dämon hier. Eieiei. Hat dieser vielleicht Besitz von dem hier wartenden Magier ergriffen?
Magier sind ja anfälliger gegen sowas. Kann ich mir fast so vorstellen. Allerdings beweisen kann ich es nicht. Ist auch egal, wir müssen ihn umkloppen. So ungefährlich sieht er gar nicht aus. Die Quest wurde auf jeden Fall schon mal abgeschlossen, so wie ich das gesehen habe. Und wir plündern noch natürlich. Verbessertes Amulett der Magie. Hört sich gut an. Schnell mal weiter gucken. Da hinten ist auch noch irgendwas. Na. So. Ah, eine schöne Kiste. Gold. Und eine Stabklinge. Ach nee, ein Plan dafür. Vielleicht auch ganz gut. Alles eingesackt. War es das schon? Offenbar. Na gut, aber ich denke, war gar nicht so schlecht hier. Und jetzt gleich mal gucken. Dieses verbesserte Amulett könnte was für Solas sein. Was hat's denn? Plus 5 auf Magie, ein seltenes Amulett. Und ich glaube, Solas hat plus 1 mit plus 2 auf Magie, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Das tauschen wir natürlich aus, denn hat sich das Ganze hier auf jeden Fall gelohnt. Dazu halt noch das Gold und diesen Plan. Gar nicht mal so schlecht. Für einmal ein bisschen laufen. Und einen Dämon umkloppen. So gut, beim letzten Mal waren wir ja hier hinten in der Ecke. Haben schon einige Quests abgeschlossen. Und ich denke, wir machen hier unten auch weiter. Sind ja viele Sachen ziemlich dicht auf den Haufen. Sollten wir zusehen, dass wir noch ein paar von schaffen hier in dieser Folge. Okay, zur Höhle können wir natürlich nicht reisen. Nächster Lager wäre hier. Ja, so weit weg ist es auch nicht. Schnellreise, praktisch wie immer. So sparen wir uns eine Menge Rennerei. Also das Inventar habe ich auch ordentlich entrümpelt. Wir können jetzt wieder sehr schön looten. Gibt ja viel zu finden. Können natürlich auch erst hier hin, aber ich denke, wir machen hier unten die Ecke fertig. Und widmen uns dann den ganzen Quests, die etwas weiter links auf der Map sind. Steinerne Träume werde ich hier mal markieren. Einen Riss haben wir da auch noch. Und dann halt noch eine Höhle. Einfach mal los. Ah, sorry. Armer Widder. Das war die Macht der Gewohnheit. Aber die Quest haben wir ja jetzt schon geschafft. Das Fleisch beim letzten Mal beim Jäger abgegeben. Geben für die Flüchtlinge. Hat auch nichts weiter gedroppt. Ich wollte dich nicht töten. Es tut mir echt leid. So, Zwergensohn-Pass. Ja, hier sind wir beim letzten Mal schon eine ganze Menge rumgerannt. Immer schön Richtung Questmarke halten. Dann können wir ihn nicht verfehlen. Da haben wir Eisen, nehmen wir mit. Ah, da hinten scheint ein Riss zu sein. Hier waren wir definitiv schon. Gibt es nichts weiter zu plündern. Die Widder lasse ich jetzt auch in Ruhe. Ah, wir machen erst den Riss, wa? So. Mal verstecken und ranschleichen. Aber was ein bisschen blöd ist, wenn wir mit Bess in die Verstohlenheit gehen, dann folgen uns unsere anderen Leutchen nicht. So, jetzt dürften sie aber hoffentlich kommen. Ich hätte gedacht, ich bringe den Riss schon das erste Mal zum Explodieren, aber hat nicht ganz geklappt. Trotzdem hier schon der erste Dämon tot. Die anderen stehen irgendwie erhöht, ist auch ein bisschen blöd. Aber so richtig haben die das noch gar nicht gescheckt, dass wir hier rumtoben. So, nächste Explosion. Ja, meine Fernkämpfer, die halten die schon in Schacht hier. Ich warte einfach, bis der Riss wieder angreifbar ist. So, jetzt. Und dann gibt es gleich den nächsten Knall. Ach,
Oben turnt noch einer rum von denen. Ach, shittigall, ich warte hier unten. Den kriegen sie schon hin. Offenbar scheinen die hier nicht so schwer zu sein. Sind zwar ordentlich verteilt, was ein bisschen blöd ist. Ist er schon down, ja. Ja, der hier ist nicht wirklich schwer. Letzte Explosion jetzt. Und rums. Und da haben wir es. So, Risse am Zwergen, so ein Pass. Nummer 1 von 3. Einfluss klappt es auch wieder. Normalerweise müsste es auch noch einmal Macht geben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Sehr schön, hat nicht lang gedauert. Blitzessenz. Ich glaube, diese Essenzen, Blitzessenz und Frostessenz und sowas alles, ist dann später, um Runen herzustellen. Ich hatte schon mal so ein bisschen wegen dem Handwerk, wegen den ganzen Kraften geguckt. Wie das allerdings genau ablaufen soll, habe ich noch keinen Plan. Aber ich denke, wir werden es auch früher oder später herausfinden. Habt ihr schon immer allein gelebt, Solus, als Abtrünniger in der Wildnis? Die meiste Zeit über schon. Ist das nicht unglaublich? Die unterhalten sich wieder. Andere Leute können ebenfalls zermürbend sein. Insbesondere Menschen. Das ist ein ausgezeichnetes Argument. Finde ich aber auch. Okay, hier ist die Mine. Hier waren wir ja schon mal kurz ran, haben schon mal geguckt. Aber sind dann erstmal weiter in eine andere Quest machen gegangen. Auf jeden Fall ist die versperrt. Durch so eine magische Barriere sieht man ja schön. Wir können hier erstmal noch ordentlich Zeug einsammeln. Mache ich natürlich auch. Und da muss dann gleich unser Solas wieder ran. Weil nur Magier können so eine magischen Barrieren zerstören. Und dann darf er sein Glück mal versuchen. Ups, das wollte ich so nicht. Egal. Hau drauf, Phoenix. Und bumm. Der Weg ist frei. Drachenstein da hinten hatten wir doch, glaube ich, auch. Ja, Dämonenturm darum. Okay, dürfen wir gleich kämpfen. Aschekriegerzuflucht heißt das Ganze. Und dann hier Dämonen drin und keine Aschekrieger. Na gut. Ah, sie kommen schon von ganz alleine. Ja, ich habe so das Gefühl, dass hier ist ein Gebiet, wo die Gegner noch nicht so stark sind. Hier hätte man vielleicht anfangen sollen mit Questen. Allzu viel Schaden kriegen wir hier nicht. Und die Gegner fallen auch echt fix um. Aber nun gut. Kann man ja vorher nicht wissen. So, haben die denn was zurückgelassen hier für uns? Nö, sieht nicht so aus. Dann mal weiter. Tiefer in die Mine. Da haben wir auf jeden Fall noch wieder Dragosteine. Wofür die genau gut sind, kann ich noch nicht sagen. Ich weiß, dass wir die für eine Quest brauchten, 3 Stück. Die haben wir aber schon lange eingesammelt. Und wozu die weiteren dann sind, müssen wir schauen, später irgendwann. Ich denke mal vielleicht auch so Handwerkszutaten oder so. Vielleicht später für irgendwelche Rüstungen, Waffen oder auch für Runen, wer weiß. Aber irgend sowas wird das sein. Oder vielleicht auch nur zum Verkaufen. Hüterstab des Eises hört sich aber auch gut an. Obwohl ich ja mittlerweile fast bezweifle, dass der besser ist als den, den Solas schon hat. Ich habe ihn ja mal einhergestellt, genau diesen durchtränkten Stab. Und dieser hier scheint... Ja, die sind ähnlich, aber der ist doch ein bisschen schlechter, der Hüterstab. Schade eigentlich. Und den Stab, den Solas hat, da ist auch noch nichts verzaubert, hätte ich beinahe gesagt. Also noch keine Verbesserung angebaut. Und der ist trotzdem schon besser als dieser hier. Dachtet ihr wirklich, das Konklave hat eine Chance, Frieden zu stiften, Sucherin? Ihr nicht? Welchen Plan hatte die Göttliche, alle Parteien zu versammeln und zu hoffen, dass sie sich einigen?
Die Heilige hat mich nicht in ihre Pläne eingeweiht. Vielleicht dachte sie, alle wären des Sterbens und des Krieges überdrüssig. Wann war das je der Fall? Bei Templern oder Magiern? Ich werde nicht über eine Tote spotten, Beric. Sie hat getan, was sie konnte, und das ist mehr, als die meisten tun. Ja, ich versuche die Gespräche möglichst nicht zu unterbrechen, also dass wir uns die auch anhören können komplett, dass ich da nicht zwischenlabere. Adelas, Quest haben wir abgeschlossen. Ja, diese Ader, das ist so eine Lyrium-Ader, die sollten wir offenbar finden hier. Rotes Lyrium. Und jemand, der es gerne abgebaut hat. Haben wir auch. Tja, der das gerne abgebaut hätte. Der hat da leider nichts mehr von. Der ist erledigt. Da liegt er. Ist ihm nicht gut bekommen hier. Verrick hatte ja auch mal gesagt, rotes Lyrium ist irgendwie böse Energie oder so. Also, das ist dem hier wohl zum Verhängnis geworden. Übrigens haben wir auch wieder ein weiteres Lager gekennzeichnet, so eine Vorratslager, die wir für den Rekruten am Wegekreuz markieren sollten. 3 von 5 haben wir da mittlerweile. Geht auch dem Ende entgegen. So, ich denke, wir haben hier alles. Schön, schön. Ging ja relativ flott. Können wir gleich mal auf unsere Map gucken. Und so wie es aussieht, sind wir hier auf der Ecke auch durch. Können wir jetzt links rüber. Risse am Zwergen, so ein Pass. Nehmen wir die vielleicht als nächstes. Da ist noch ein Lager. Quest flache Atmung. Okay. Liebe ist geduldig. Und noch ein Riss. Ja, ich denke, den hier markieren wir uns mal, der am dichtesten dran ist. In die Richtung halten wir uns. Mal schauen, wie lange es dauert, bis wir da sind. Da hinten scheint doch auch irgend so eine Art, weiß ich nicht, ist es so eine Art Burg da gewesen? Sah fast so aus. Wenn man hier ins Tal guckt. Oder ist das nur ein Turm? Na, wir werden es gleich sehen. So weit ist es nicht mehr zu laufen. Irgendwie scheinen wir aber hier hoch zu müssen. Was für ein schönes Wetter hier. Sieht zumindest so aus. Und so still und friedlich. Ja, ich glaube, in diesem Turm waren wir noch nicht drin. Sollten wir mal einen Blick riskieren. Ah, von oben scheint da auch so eine Art Brücke rüber zu gehen, auf dieses Hochplateau. Ist vielleicht der Aufstieg dahin, aber hier hinten sind auch irgendwo noch Gegner angezeigt. Vielleicht mal nachschauen, was wir da so haben. Ne, jetzt sind sie weg. Oder. Ah, hier geht auch so ein Weg hoch. Ah, da hinten ist der Questmarker. Irgendwie bin ich doch ein bisschen durcheinander gekommen. Da haben wir einen weiteren Riss. Oh. Das scheint aber auch irgendwie ein größerer Dämon mit bei zu sein. Sieht aus wie so ein Feuerdämon oder so. Vielleicht sollte ich mal mit Cassandra vorweg. Die soll sich den mal gleich schnappen. Oh. Der sieht aber deutlich gefährlicher aus wie die anderen. So, vielleicht mal gleich hier eine Explosion auslösen. Bam, da haben wir die erste schon mal. Kriegen die Dämonen ja Schaden durch, wenn der Riss explodiert. Und jetzt... Ja, der hält doch ein bisschen was aus hier. Aber auch nur ein bisschen. Erste Welle scheint geschafft zu sein. Aber da kommt schon die nächste. Oh, und da hinten ist auch wieder so ein großes Viech. Ja, hier sieht man aber auch schon, die machen schon ein bisschen mehr Schaden. Wenn unsere Fernkämpfer im Nahkampf sind. Nicht so ideal. So.
Bam, nächste Explosion. Ich glaube, wir haben's. Ja. Zack. Und. 2 von 3. Okay, einer fehlt uns hier noch am Zwergensumpass. Aber schon mal nicht schlecht. Oh, gleich Macht +2. Das scheint wohl wirklich ein stärkerer Riss gewesen zu sein. Ring des verbesserten wirbelnden Ansturms, denke ich mal. Hat aber noch keine. Und eine Geistessenz. So wie es aussieht, haben unsere Leutchen auch ihren Stufenaufstieg. Ja. Ich glaube, Bess ist Stufe 7 und die anderen Stufe 6. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mache ich eine Pause. Die Folge ist eh jetzt vorbei eigentlich. Ja, hier geht's auf die Weltkarte. Also das Gebiet ist hier auch zu Ende. Ja, wir müssen jetzt definitiv hier irgendwie hoch auf dieses Hochplateau. Das scheint der Rest der Quest zu sein. Markiere ich mir mal. Und beim nächsten Mal laufen wir da auch hin. Für heute würde ich aber sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Bye, bye.